Unser heutiges Interview der Woche hat uns zu Labella nach Judenburg geführt. Bei mir begrüße ich sehr herzlich die Inhaberin Christine Berchtaler. Christine, schönen Nachmittag. Danke, dass du heute die Zeit für unser Gespräch gefunden hast. Danke, Dani. Freue mich. Christine, vor genau 5 Jahren hast du deinen Traum verwirklicht und Labella in Judenburg eröffnet. Wenn wir so ein bisschen die letzten Jahre Revue passieren lassen, wie schaut denn deine persönliche Bilanz aus? Die Zeit ist irrsinnig schnell vergangen, muss ich sagen. Dass es schon 5 Jahre sind, ist für mich unglaublich. Es war wirklich ein Traum für mich, weil ich wollte immer schon selbstständig werden. Und es hat halt leider mit 3 Kindern oder so, hat das nicht so geklappt. Aber jetzt muss ich sagen, das ist einfach toll und ich habe das Geschäft von jemandem übernommen. Es waren schon Stammkunden vorhanden und so war es für mich eigentlich nicht so schwer, das weiterzuführen. Wir haben dann Firmen ergänzt und einfach was Neues dazu. Aber es ist wirklich, ich lebe meinen Traum. Mhm. Wie bist du denn überhaupt auf den Namen Labella gekommen? Das geht eigentlich fast 40 Jahre zurück. Meine Großeltern und Eltern haben in Judenburg Schuhhaus gehabt. Und meine Mama hat vor 40 Jahren eigentlich den Namen Labella fürs Schuhgeschäft meines Vaters ausgesucht. Mhm. Und mir hat das immer gefallen und es war einfach so ein bisschen, ja, Vergangenheit für mich und ich wollte einfach Labella heißt die Schöne, mhm, und es hat einfach auch fürs Geschäft passt und darum habe ich das gewählt. Mhm. Wie wir wissen oder unsere Zuseher auch wissen, bietet Labella ja Mode für die Frau mit Figur. Was ist dir jetzt bei der Auswahl deiner Mode ganz besonders wichtig? Was möchtest du den Damen da draußen mitgeben? Das hat eigentlich damit angefangen, dass ich selber übergewichtig war und für mich ist es nicht schwierig war, irgendwo schicke Mode zu kaufen. In Judenburg hat es ja früher Geschäfte gegeben, aber das hat dann auch haben zugesperrt und dann habe ich für mich nicht mehr gewusst, wo ich eigentlich für mollige Frauen was Schickes kriege und da habe ich mir überlegt, ich brauche irgendwas, was man sonst nirgends kriegt und das war eine Mode für die Frau mit Figur, nichts für junge Mädchen, die kaufen eigentlich eh in die bekannten Ketten ein, aber so richtig für die Frau, die jetzt im Beruf steht und die auch das Budget hat, dass sie sich wirklich was Schickes kauft und das war für mich ausschlaggebend, dass ich sage, okay, ich muss auch speziell in der Stadt was machen, was die anderen nicht haben und das war für die Frau mit Figur und weil ich selber eben stark war und ich kann das gut nachvollziehen, was eine Frau gern möchte, wie möchte sie die Figur kaschieren, wie fühlt sie sich, wenn halt ein bisschen was zum Sehen ist. Und ich glaube, ich kann mich da ganz gut einfühlen und das spüren auch die Leute. Mhm. Jetzt sieht man auch rundum, also die Mode ist ja wirklich tragbar, sie ist wunderschön von den Farben her. Es sind jetzt echt Schnitte dabei, wo man sagt, wow, das setzt die Frau wirklich auch in Szene. Wo genau beziehst du denn jetzt deine Ware und nach welchen Kriterien wählst du auch diese Lieferanten aus? Ich beziehe fast ausschließlich aus Deutschland die Ware, weil die Frauen in Deutschland mit der Figur der Österreicherin sehr ident sind. Ich kann zum Beispiel nicht in Italien einkaufen, weil die Italienerin, die schauen ganz anders aus figurtechnisch und unsere Damen auch eher größer sind oder eben von der Statur her und da komme ich mit den deutschen Firmen recht gut zusammen. Aussuchen tue ich prinzipiell das, was mir auch selber gefällt. Also ich kann halt nichts einkaufen, was mir absolut nicht gefällt. Ja. Ich habe immer gewisse Kundinnen auch im Kopf, wenn ich was aussuche und sage, ah, das war was für dich und so. Aber ich denke mal, wenn man selber vor Ort ist, beim Verkauf, dann kann man auch beim Einkauf, tut man sich leichter als wie die großen Häuser, die schicken eine Einkäuferin zum Einkaufen. Das sind meist recht junge Frauen, wo sie weiß und ich denke mir, das ist irrsinnig schwer. Die steht selber nicht im Geschäft. Ja. Die weiß nicht, was die Kundin, die jetzt jeden Tag da vorbeigeht, was die kauft. Mhm. Und wenn man das weiß oder wenn man da vor Ort ist und die Probleme hört, was die Leute gerne mal mögen, dann ist das ein Vorteil für mich. Mhm. Und vor allem, du hast auch, glaube ich, dieses Gespür, weil man muss ja in der Modebranche, wissen wir, jetzt ist zum Einkaufen für die nächste Saison Winter, dann im Winter muss man es für den Sommer einkaufen. Das ist ja schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Und du hast aber das Gespür, glaube ich, was Trend ist und was die Damen auch gerne tragen. Ja, Gott sei Dank. Also bis jetzt ist es so, dass ich ehrlich sagen muss, das passt. Jetzt wissen wir ja, dass es gerade in der Stadt für kleine Geschäfte nicht immer einfach ist. Sehr oft gehen die großen Ketten auf die grüne Wiese. Warum hast du dich jetzt wirklich für die Stadt entschieden? Ich bin eine Judenburgerin, eine gebürtige Judenburgerin. Ich bin da aufgewachsen und Schule gegangen und ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann das da Geschäft zu machen. Ich kenne da die Leute
Und für mich war es einfach nie ein Thema, auf die grüne Wiese zu gehen, weil ich muss mir halt nur einfach einfallen lassen, was kaufen die Leute jetzt da in der Stadt einkaufen. Ich kann jetzt nicht da Sachen anbieten für junge Mädchen, wo ich genau weiß, die Konkurrenz ist auf der grünen Wiese jetzt viel größer. Ich muss in der Stadt mich halt auch nach der Kundschaft richten. Mhm. Und wir haben in Judenburg sehr viel älteres Publikum und eben berufstätige Frauen, und die älteren Damen kaufen auch bei mir ein, weil ich habe eine super Linie mit Seniorenmode, mhm, und das gibt es halt auf der grünen Wiese nicht. Ja. Und da muss man sich einfach eben überlegen, was kaufen die Leute da, aber für mich war es einfach da optimal. Mhm. Wie groß ist eigentlich das Einzugsgebiet von La Bella? Boah, das geht weit. Also ich habe Kundinnen bis Wien, von Klagenfurt aus, von Villach, auf zu Salzburg, also wirklich international. Mhm. Ja. Okay, natürlich möchten wir dieses Interview auch nutzen, um dich als Person ein bisschen näher kennenzulernen. Was schätzen denn deine Freunde ganz besonders in dir? Was glaubst du, sind die Eigenschaften, die dich auszeichnen? Ich habe eigentlich jetzt so nicht viele Freunde, sondern ich habe eine beste Freundin. Und wenn ich nachdenke, was würde die sagen jetzt über mich? Ich glaube, ich bin für alles zum Haben, für jeden Spaß zum Haben. Sie kann mich Tag und Nacht anrufen, also sie kann mit mir über alles reden, ich habe für alles ein offenes Ohr. Ja, also das sind so, glaube ich, die Eigenschaften. Okay, jetzt bist du Mama, du bist Geschäftsfrau. Wo bleibt denn da Zeit für dich persönlich? Und wenn du die hast, gibt es ein Lieblingshobby, das du dem jetzt, nachdem du auch erschlankt jetzt bist, nachgeben kannst? Ja, das ist schwierig, weil eigentlich habe ich persönlich für mich keine Freizeit, ganz ehrlich. Also wenn ich heimgehe und am Wochenende ist Bügeln angesagt, ist Putzen angesagt, wo ich unter der Woche eigentlich keine Zeit habe. Ja. Und so war eigentlich schon, wie dick war, hat man kein Hobby, weil da mag man eigentlich nichts machen, ich halt nicht. Die paar Walking-Versuche, was ich gehabt habe, das ist nicht wirklich so. Aber nein, ich gehe ab und zu gerne ins Kino oder mal wirklich in die frische Luft. Aber jetzt ein Hobby, was ich regelmäßig mache, überhaupt nicht. Habe ich keine Zeit. Und wo findest du dann Motivation, um jeden Tag wieder im Geschäft zu stehen? Motivation, ja, die mache ich mir selber, weil es einfach mein Traum ist. Und wenn man arbeiten geht und wenn man gern arbeiten geht und schon Ideen hat wieder für den nächsten Tag, dann ist das auch Motivation genug. Ja, so soll es ja auch eigentlich dann sein. Jetzt sind wir schon beim Ende angelangt. Es bleibt noch der Kanal 3 Fragebogen, den ich dich bitte, mir zu vervollständigen. Ein guter Tag beginnt für mich mit? Mit einem großen Cappuccino mit Fischlock und Karamellsauce. Oder Frau Steinkettner, Oma. Ja. Das ist mein Ritual, ja. Das ist dann ein bisschen Zeit für dich, oder? Das ist Zeit für mich, ja, genau. Okay. Einen Kaffee trinken würde ich gerne mit? Ja, da ist es eine Herzensangelegenheit, weil ich habe eine Schwester, die lebt in Amerika, und die sehe ich ganz, ganz selten, und ich wünsche mir oft wirklich nur einfach einen Kaffee trinken mit ihr. Das ist so, man hat so viel zum Quatschen und so, und wenn dann das so weit weg ist, dann wünscht man sich oft am Wochenende, Mai könnte ich jetzt bloß einen Kaffee trinken mit der Schwester. Also das, ja. Okay. An meiner Arbeit mag ich ganz besonders? Die Herausforderung. Und für meine Zukunft wünsche ich mir? Gesundheit und viele, viele glückliche Kunden, die da rausgehen und einfach sagen, das habe ich super gekauft und das gefällt mir und da komme ich wieder her. Und einfach, dass die Leute zufrieden sind mit der ehrlichen Beratung und ja. Ja, sehr schön. Das wünschen auch wir dir. Sagen viel Erfolg weiterhin auf die nächsten 5 Jahre. Ja, danke. Danke.